So Leute, moin moin und zurück, willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir spielen weiter Castle of Heart, exklusiv für die Switch. Und wie ihr seht, sind wir jetzt beim nächsten Boss. Ob es der letzte ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich denke mal, das wird jetzt erstmal der, einer von Kapitel 4 sein. Aber auf jeden Fall wird es einen Endboss geben. Ich hoffe mal, dass wir da leicht hinkommen. Und ich hoffe, dass der nicht 1000 Anläufe braucht, um den zu killen. Schauen wir mal nach. Das Spiel ist ein bisschen langweilig, also um ehrlich zu sein, weil das Setting ändert sich immer nur. Die Gegner sind gleichen, war ein bisschen schwieriger gemacht, so, ne? Aber trotzdem ist es herausfordernd, auf seine eigene Art. Also, ich würde es nicht mit Dark Souls vergleichen mehr, weil Dark Souls wirklich viel mehr Tiefe hat. Aber trotzdem. So, das war mal ein cooler Sprung. Holen wir uns gleich hier eine Bombe und ein bisschen Schild, damit wir unser Leben errichten. So. Bleibt doch einfach mal hängen. Ein bisschen nervig ist. Okay, müssen wir leider killen. Denn der könnte uns schwierig werden sonst. Da kommt das raus. Das war klar. Ah, Mann. Oh. Warte gar nicht. Uns macht das was, indem wir jetzt den Weg versperrt haben und wir Zeit vergeuden. Aber egal, wir schaffen es weiter. Okay, das hat doch nicht. Okay, aber ist ja eigentlich gar nicht so schwierig gewesen bis jetzt. Mistvieh. Da ich den platt machen können. Das klappte nicht. Boah. Viel zu viel Energie verloren. Ich dachte, ich könnte Durchmarsch machen. Aber das konnte ich wohl nicht. Okay, wir brauchen nicht lange aufhalten mit denen. Dann können wir drüber ziehen. Erwischt. Den brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Okay, ich muss mal hier anders gehen. Verbrennt er ja so ein bisschen. Ah, okay. Hier geht's auch. So, den hier oben müssen wir auch noch irgendwie anders runterholen. Ich weiß noch nicht wie. Verbrennt er ja auch ein bisschen. Ja, da war nicht so richtig ganz. Aber das macht nichts. Okay. Okay. Die Armbrust mit sich als halber. Oh. Oh Mist. Nein, wie dumm. Ach, okay. Wollte ich töten? Ah, warum ist nicht gleich getötet? Zu viel Energie verloren. Thank you.
Da gibt es nämlich schon Leben. Yes. Und eine größere Axt. Größer ist, aber cooler ist die. Ich nehme trotzdem das Ding mit. Oh Mann! So. Was ist hier? Oh, Hilfe! Aha. Ja, okay. So mutig, ich hätte noch kurz warten können, ne? Nein! Timing muss eigentlich entscheidend sein, aber irgendwie habe ich gerade kein Timing. Okay, das war jetzt nur ein Versuch, wir machen das hier ordentlich. So. Okay, das war klar. So. Ah, schade. Ach, okay. Das schwingt auch noch. Okay. Das muss ich also richtig nehmen. Oh, okay. Ich muss mich mehr darauf konzentrieren. So. Wieder schreien, der nächste. Ist schon mal gut. Ah. Mal runter, mal hier trotzdem. Direkt reinrennen, ich werde das nicht. Thank you.
fuck. Aber ich bin gerade durchgekommen so. Okay, mit der Eikappe geht's relativ easy gerade. Ich wundere mich auch gerade ein bisschen. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Warum habe ich mich so abgemüht, wenn ich mit der Eiswaffe einfach hätte durchgehen können? Wie dumm. Da ist er. Oh, das ist meine Holde Maid. Was hat er dir angetan, mein Schatz? Er verwandelt dich in kalten, seelenlosen Stein. Ich werde dich rächen! Ah! Es ist vorbei, bereitet euch auf euren Tod. Wobei ist es? Doch es ist vorbei für euch, unverschämter Narr. Ihr wagtet euch gegen mich zu stellen, beeindruckt, aber ihr könnt nicht auf Gnade hoffen. Ihr werdet ewig leiden, euer Schmerz wird meine nächste wundervolle Trophäe sein. Ich töte eure Lakaien, dem Bürgermeister enthauptete die alte Natter und befreite den Bärenschaman von eurem Fluch. Euch kann ich auch besiegen. Schweigt! Kein Wort mehr! Ihr werdet sterben, schnell und ohne Gnade! Okay. Ich darf nicht in diesem Ding drin sein, das ist natürlich auch gut gewesen. We'll be right back.
du Spast! Mann, ey. Hat aber auch gedauert, den Wichser zu erledigen. Kill me, you will die too and be forever turned to stone, shouted the terrified sorcerer. I do not care for my life. Only your death can undo the evil you've caused, said the knight, swinging the sword, thus ending the sorcerer's life and his own. The beautiful maiden saw her hands become flesh once more. Moments later, her face turned into a mask of sheer terror when she saw what happened to her beloved. Even though she wept all night, this time her tears couldn't breathe life into the stone statue. Soon the whole castle turned to stone, becoming one with the mountain. Even today, deep within the mountain, one can hear echoes of the beating heart of the brave knight. Na, ist ein Happy End. Okay. Wollt ihr ein Fazit von mir für das Spiel? Also, ich gebe mal Punkte von 1 bis 10. Ideen, Reichtum, 2. Grafik gebe ich mal eine 5 bis 6. Schwierigkeitsgrad gebe ich einfach mal eine 8. Eine 8, das ist schon knackig. Einige Stücke sind schon echt knackig. Sound, ja, Sound kann ich viel zu sagen, ist okay. Liegen Mittelmaß, 6, 7, keine Ahnung. Geschichte, total platt. Kriegt eine 1 für die Geschichte. Also ein Punkt. Und, ja, was soll man sonst sagen? Es passiert einfach nichts im Spiel. Es ist einfach öde. Man kann nichts machen. Es schockt einfach nicht. Die Figuren sind, muss man sagen, wirklich langweilig. Also wirklich langweilig. Die Endgegner, die Bosse sind ein bisschen knackig und fordernd, aber eigentlich nicht, weil die geile Moves oder so machen, sondern einfach nur, weil die ja einfach die Schwierigkeit gerade wird hochgesetzt. Aber wenn man die richtige Taktik hat, geht's. Also von daher, ja, ist das Spiel. Och Mann, ey. Also ich würde dem Spiel, glaube ich, von 1 bis 10 würde ich dem Spiel eine 4 geben. Einfach nur, weil es hat mich unterhalten, aber auch nur, weil man die schwierigen Levels schaffen will. Aber man kann auch viel durch Jump'n'Run dadurch laufen, ohne Gegner umbringen zu müssen. Ja. Schade eigentlich drum, man hätte viel mehr machen können aus dem Spiel. Also wirklich viel mehr. Schon allein mehr Gegner, mehr Ideenreichtum, auch bei den Levels. Also es ist ja immer das Gleiche gewesen. Zwischenzeitlich mal so diese Hetz-Levels, wo das Wasser ansteigt oder man auf einem brennenden Fahrstuhl ist und nach oben muss. Aber ansonsten, ja. Kriegt 4 Punkte. Eine glatte 4. Schade eigentlich. Naja. Ich hoffe, euch hat trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen und könnt euch den einen oder anderen Trick abgucken. Naja, was heißt Trick? Es ist einfach nur Try and Error die ganze Zeit, bis man es schafft. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.